Mit Christian Diener, den wollen wir nicht unterschlagen, den Junioren-Weltmeister aus Cottbus, der jetzt in Potsdam trainiert. Und hier vorne Bahn 1, Nicolas Gräßner, der zweite Deutsche, groß geworden in den Vereinigten Staaten, lebt in North Carolina, Mutter kommt aus Karlsruhe. Die beiden allerdings nur Außenseiter. Bahn 4, Stanislav Donets, der Russe, der Europarekordhalter. Sensationeller Tauchphase jedes Mal. Das Pendant zu Britta Steffen im Weltcup bislang. 4 Rennen, 4 Siege über die 100 Meter Rücken. Und auch dieses Rennen will er nach Hause schwimmen. Donetsk in Führung. Hat Olympia verpasst, aber hier gewinnt er ganz souverän. Die beiden Deutschen ohne Chancen. 6. Diener, 8. Gräßner und Stanislav Donets. 5. Der Sieg im 5. Rennen. Olympia hat er verpasst. Hatte eine Schulterverletzung, musste operiert werden. Das tat ihm sehr weh. Und auch den Russen, die mussten auf ihn verzichten, auch in ihrer Staffel. Bittere Geschichte. Aber er hat die Zeit genutzt nach der Operation. Hat früh wieder mit dem Training angefangen und ist schon wieder in bestechender Form. Rob Hurley, der Australier, 2. Jerm Guido, der Brasilianer, 3. Die beiden Deutschen ohne Chance. Und das war es jetzt aber zumindest hier mit den Live-Rennen.